One, two, three, four. Ja. Sehr gut. Hallo. Hallo. Du kannst es dir ruhig wieder bequem machen. Okay. Ich wusste gar nicht, dass man so relaxed Beatboxen kann. Ich dachte, man braucht irgendwie Körperspannung oder so. Naja, also Beatboxen, das ist wie Boxen. Man kann einen leichten oder einen starken Schlag machen. Je nachdem, was für ein Spiel man hat, kann man dann strategisch wählen. Sehr gut. Also, wir sind bei Robeat zu Hause. Man hat schon gehört, er ist Beatboxer und du machst das schon die ganze Zeit, gell? Wir haben ja eben so ein bisschen vorbereitet und mussten natürlich unsere Mikros anstecken und du bist die ganze Zeit nur am weil du gesagt hast, du hast heute noch nicht so viel gebeatboxt, ne? Genau, ja. Bist du ein bisschen süchtig? Ja, natürlich bin ich süchtig. Also Beatboxen, das macht natürlich ganz viel Spaß und ja, also Geräusche machen, das habe ich schon als Kind gerne gemacht und deswegen... Ja, mache ich es heute auch noch. Du hast doch deine Eltern bestimmt verrückt gemacht, oder? Ja, meine Eltern mussten das ertragen, alle meine Menschen um mich herum. Aber ja, jetzt finden die es alle cool. Außer man kriegt zu viel Beatbox ab, weil irgendwann mal ja, wird es zu viel. Ne? Weil wie meinst du, dass es wird zu viel? Naja, zum Beispiel, wenn du schlafen willst und dann bin ich daneben. Wir reden gleich weiter. Ich habe in meiner Sendung immer noch andere Beiträge. Könnten wir in den nächsten Beitrag einfach nochmal mit einer Beatbox von dir reingehen und dann schalten wir so soft über. Geil, ja. Gleich wird für Sie ein Traum wahr. Mona trifft den Star, für den sie schon ewig schwärmt. Hallo! Doch erst einmal muss die Frage aller Fragen geklärt werden. Was zieht Frau an, wenn sie ihren Traummann trifft? Ja, ich stand gestern nämlich 5 Stunden schon vor meinem kleinen Schrank, aber habe nichts gefunden. Jetzt bin ich sogar zu der Cousine von meinem Freund gefahren, dass die mir hilft. Jetzt habe ich mich für 2 Outfits entschieden, die ich mir vielleicht anziehe, also eine schwarze Hose auf jeden Fall. Und dann entweder ein rotes kleines Top mit einer schwarzen kleinen Jacke drüber oder eine Bluse. Und wahrscheinlich werde ich die Bluse anziehen, weil es bestimmt kalt wird. Also da ich schon sehr, sehr viele Jahre Fan von ihm bin, bin ich natürlich extrem glücklich, dass ich ihn jetzt mal treffen darf. Und vielleicht kriege ich auch mal ein paar Sätze raus, mit ihm zu reden, wenn ich nicht so arg aufgeregt bin. Ja, also bedeutet mir sehr viel auf jeden Fall, ihn mal zu treffen. Und dann geht es ab in die Schleierhalle nach Stuttgart. Wie wird das Aufeinandertreffen der beiden? Die Spannung steigt. Komm in! Hallo! Komm rein! Hallo! Hi, Mona, hi. Anton, hallo Mona! Bist du aufgeregt? Ja, sehr. Ja? Ja. Wann hast du die Karten gekauft? Schon als ich mitgekriegt habe, dass du mitsingst. Dann. Oh. Dann habe ich sie mir gekauft, ja. Anton Zetterholm ist Musicalstar. Gerade hat er Ende November seine Hauptrolle als Tarzan beendet und jetzt singt er mit bei Disney in Concert. Bist du hier alleine heute? Nein, mein Freund ist mein auch Freund dabei. Ist auch super, Freund steht im Hintergrund. Ja. Als ich dich das erste Mal singen gehört habe, damals im Fernsehen noch, beim Ich Tarzan to Jane, habe ich damals zu meinen Eltern gleich gesagt, oh Gott, die Stimme, ich wünschte so gern, dass die auf meiner Hochzeit singt. Das Angebot steht schon da, oder? Ja, noch nicht. Ich habe es ihm relativ früh schon erzählt, dass falls wir heiraten sollten, dass das mein Wunsch wäre. Alles klar. Ich bin, seit ich ein kleines Mädchen bin, Schweden-Fan. Aha. Und ich hatte mir damals ein Schweden-Trikot gekauft. Oh, das ist jetzt mein Kindheitstraum, hier eine Fußballmannschaft von Schweden zu trainieren. Das ist cool. Vielen, vielen das Dank. Das musst du im Sommer tragen, wenn Schweden gegen Deutschland spielt. Mach ich auf jeden Fall. Ja. Vielen Dank. Super. Dankeschön. Alright, viel super. Spaß. Ja, danke, ciao, danke, danke schön. Tschüss. Tschüssi. Ciao, ciao. Tschüss, danke schön. Das ist richtig, richtig, ja.
ein Süßer. Und obwohl Anton so süß war, hat sich Mona doch entschieden, mit ihrem Joni nach Hause zu gehen. Jetzt warten wir nur noch auf den Heiratsantrag. Und wenn Anton Zetterholm tatsächlich auf der Hochzeit der beiden singt, dann sind wir natürlich mit dabei. Ja, und während jetzt der Beitrag lief, hat Roby die ganze Zeit gebeatboxt. Was ist dein wichtigstes Instrument? Die Zunge, der Atem? Ich würde sagen, jeder Beatboxer hat irgendwie eine Stärke. Also der hat besonders seine Zunge trainiert oder besonders seine Lippen, um bestimmte Sounds gut zu machen. Das ist bei jedem unterschiedlich, aber... Was ist es denn bei dir? Naja, ich mache so von allem ein bisschen. So. Genau, das würde ich sagen, zeichnet mich aus. Wie viele Stunden am Tag trainierst du? So zwischen 2 und 6 Stunden. Wow. Wenn du das jetzt nicht tun würdest, ein Jahr lang, wäre es dann wieder weg? Also ich denke mal, Basics, die verlernt man nicht. Aber wenn man jetzt so komplexere Abläufe hat oder so, vielleicht braucht man dann ein bisschen, um da wieder reinzukommen. Ich meine, mit dem Fahrradfahren ist es ja genauso. So Tricks, so, die kannst du vielleicht, dann verlernst du wieder, aber Fahrradfahren, das verlernst du nicht. Wir müssen jetzt kurz in die Werbung schalten. Kannst du wieder so... Aber jetzt mal ganz ehrlich, Roby, ja. Man muss schon ein bisschen verrückt sein, um das zu tun, was du tust, oder? Ja, es ist immer ein schmaler Grat zwischen Wahnsinn und Genie. Was bist du denn mehr? Mehr wahnsinnig oder mehr Genie? Also ich versuche immer, eine Balance zu finden, einen gesunden Spagat. Was ich mir vorstellen kann, ist, wenn ich zum Beispiel Kaugummi kaue, ja, dann finde ich das nach einer halben Stunde so anstrengend. Hast du nicht auch Muskelkater ständig im Mund? Also Muskelkater jetzt nicht wirklich, aber ich habe schon mal Zungenkater bekommen. Und zwar gibt es einen Sound. Wenn ich den die ganze Zeit mache, dann habe ich am nächsten Tag noch einen... Genau. Aber sonst funktioniert ganz gut. Es ist jetzt nicht so wie bei einem Sänger zum Beispiel, dass man mit der Zeit heiser wird oder so, sondern du kannst die ganze Zeit... ohne müde zu werden. Wir machen nochmal mit dem nächsten Beitrag in meiner Sendung weiter und das gleiche Spiel machen wir jetzt die ganze Zeit, Roby. Du darfst nochmal Beatboxen und dann schalten wir rüber. Hier, Regio TV. Keine Sorge, ich klatsche mir nicht gerade selbst Beifall, aber dieses Kunstwerk reagiert auf Geräusche. Wir sind im Wilhelmspalais. Hier ist momentan noch bis morgen das Palais des Techno. Hier geht es um elektronische Musikkultur in und um Stuttgart. Und dazu gehört natürlich Walter Giers. Er war der Pionier der Electronic Art. 20 seiner Kunstwerke sind ausgestellt. Der Künstler selbst ist leider 2016 verstorben. Aber seine Frau wird uns gleich durch die Ausstellung führen. Und es wird sehr spannend. Also kommen Sie mit. Radios. Alles, was er auspacken konnte, hat er erforscht und hat es in Einzelteile zerlegt und hat neue Sachen drauf gebaut und hat gedacht, was kann man denn da machen? Und das sind interaktive Objekte, das heißt, Walter hat Objekte gebaut und hat gesagt im Museum, ich darf nie ein Bild anfassen, ist immer alles verboten, es hat mit dem Menschen eigentlich nichts zu tun. Er wird quasi nur zum Betrachter und er wollte, dass die Leute interaktiv werden mit den Sachen und hat dann Objekte gemacht, wo dann dran stand, bitte anfassen. Führen Sie hier durch die Ausstellung Ihres Mannes mit den Werken, aber da ist ja auch ganz viel Emotionalität, weil er ist noch gar nicht so lange nicht mehr auf dieser Welt. Wie ist das für Sie? Tja, ich hätte da schon noch ein paar Fragen. Das wäre natürlich sehr schön, er wäre noch da. Aber er hat sehr abgebaut und... ich glaube nicht, dass wir das noch viel länger haben sehen wollen. Mhm. Und er war auch bereit und wir haben noch eine gute Zeit gehabt, das ist alles in Ordnung. Okay. Er hat von sich gesagt, schreibt auf meinen Grabstein, es war schön. So, und die Führung endet an Walter Giers Meisterwerk, das ist die Zeitmaschine. Und alles, was Sie hier sehen an Elektronik, produziert das, was Sie erleben und hören.
Es gab zu der Zeit noch keinen Chip, also es ist nichts gespeichert darin, sondern all diese kleinen elektronischen Teile produzieren jetzt live das, was Sie hören. Wir sind zurück mit Robeat und im letzten Teil unserer Sendung. Und ich beende meine Sendung ja immer mit zwei Veranstaltungstipps. Einen gibst du, einen gebe ich. Ja. Das machen wir jetzt. Dann machen wir unseren Crashkurs und damit verabschieden wir uns. Und ich entschuldige mich jetzt schon in aller Form bei Ihnen, wie sich das gleich anhören wird. Verstehe ich nicht. Egal. Okay. Sag mal deinen Veranstaltungstipp. Am 30.12. in der Corso Bar, da ist mein Kollege DJ Los, Wagwan Stuttgart, Dancehall meets Hip-Hop. Bumba klar. Und zwar habe ich Itchy interviewt. Itchy Poopskit, kennst du die? Früher Itchy Poopskit, heute Itchy, machen einen coolen Sound. Die hatten wir im Interview und die spielen am 23. im LKA Longhorn ihr letztes Konzert von ihrer Tour. Und da würde ich sagen, auf jeden Fall noch an der Abendkasse die letzten Tickets holen und sich das angucken. So, jetzt gucken wir mal an, was wir hier fabrizieren. Los geht's. Genau, Beatbox Crash Course. Ja, also es gibt einen Klassiker, den macht jeder, den kriegt auch jeder hin, und zwar Pizzakatze. Ja, die Pizzakatze. Ist so ein Klassiker. Mhm. Jetzt sagen wir einfach mal im Rhythmus, versuchen das P, das Z, das K zu betonen, dann haben wir Pizzakatze, Pizzakatze, Pizzakatze. Muss ich jetzt mitmachen? Pizzakatze.